Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Karriererunde am Dienstagabend, so richtig auf entspannt. Ich kann euch sagen, den Typen, den ich habe, um die Karriere weiter zu spielen, das ist ein richtiger Lauch. Richtiger Pinocchio. Der hat mir bis jetzt nichts eingebracht, ist immer schwächer geworden. Trainingseinheiten waren auch nicht so nice. Naja, gucken wir, ob wir den Typen wieder ein bisschen aufbauen können. Okay, Stärke 25 hat er jetzt. Ich dachte, ich wäre bei manchen Spielen auf Stärke 21 runtergerutscht. Vielleicht können wir ihn ein bisschen besser machen. Deswegen spielen wir jetzt als erstes ein Turnier, um uns mal wieder richtig reinzurocken hier. Jo, wem spielen wir denn jetzt hier? Natürlich unseren Just Svenny, ganz klar, aber der spielt gegen Chase Ledman. Und ja, Stärken kommen gleich. Ich vermute mal, der wird auch wieder bei 30 sein. Meiner liegt bei 50 an Stärke. Ja, man sieht schon die Zahnstocherbeinchen von meinem Spieler. Oh, Kraft 20. Ja, 22, 17. Naja, wir versuchen mal unser Bestes. Vielleicht haben wir mal ein Turnier, was wir auch gewinnen können. Würde ich mich ja freuen. Oh, Doppelfehler vom Gegner. Das ist doch mal, was ist der Doppelfehler? Einfachfehler. Ja, der war ganz... Ah. Ist immer wieder dasselbe, dass mal ein Spieler den Ball ins Aus haut. Der hat irgendwie kein Gefühl. Wie so eine Abrissbirne haut er den Ball immer hinten rein. Da kannst du noch so sanft schlagen. Das interessiert den nicht. Ja, sehr gut. Endlich mal ein Gegner. Da haben wir doch mal eine Chance. 15-15. Könnte ich mal überlegen, ob wir vielleicht mal versuchen, ein bisschen mehr am Netz zu spielen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, sehr gut. So will ich das sehen. Jawohl. 15-30. Die Schiedsrichterin guckt schon wieder so, als wenn sie mir die Haare wegbrennen möchte. Die gucken echt nicht gut gelaunt. Ja, sehr schön. So bringen wir ihn zum Fehler. 15-40. Endlich mal ein Erfolg für uns. Das gibt's ja nicht. Das Gute an dem Spiel, ich musste noch nie oben spielen. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal ändert. Ja, der war gar nicht so schlecht. Alter, der spielt ja echt einen miesen Ball. Sehr gut. Game, Set and Match. Wow. Ja, was ist das für eine Frage weiter? Natürlich. So, Matchbelohnung. Ach, das war auch nur so ein kurzes Match. Okay, verlassen auf jeden Fall. Unser erster Erfolg. Nicht schlecht. Ich habe bei den normalen Spielen, wo ich, sag ich mal, so actionmäßig mir irgendeine ausgesucht habe, habe ich immer gewonnen. Und das war jetzt das erste Turnier, was ich gewonnen habe. Oder bisher den ersten Gegner, den ich im Turnier besiegt habe, weil das Turnier geht ja noch weiter. Vielleicht liegt ihm ja Halle auch besser als draußen. Ja, wir haben Kraft 20, er 26. Er ist in allen Werten ein bisschen besser. Ich weiß nicht, was das werden soll. Ich hoffe, er macht keinen guten Aufschlag. Ja, sehr gut. 15-0 für uns. Hätte ich bei so einem Ausnahmespieler gar nicht gedacht. Der ist doch viel stärker als wir.
Ja, out. Sehr geil. 30-0. Aber wenn das ein besserer Spieler wäre, dann wäre ich in der Situation schon weg. Schon 15-15 gestanden. Glück gehabt, dass der jetzt hier nicht so super gespielt hat. Aber der spielt gute Aufschläge. Ah, sehr gut. 40-0. Da habe ich mich doch über Pinocchio, also über meinen Lauch, über meinen schlechten Spieler hier unten so aufgeregt. Ah, sehr gut. Und letztendlich, ja, ballert er die irgendwie weg. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich eine Woche nicht gespielt habe, fühlt er sich so bestraft, dass er jetzt sagt, ich muss alles geben. Sonst spielt er mich nie wieder. So, jetzt wird schon ein bisschen... Ah, Untergrund ist Holz. Das finde ich ja krass. Also doch Halle, aber Holz. Ich wusste gar nicht, dass Holz gibt. Ich dachte, das wäre zu glatt, aber okay. So, da bin ich immer gespannt. Aber ist auch wieder einer, der wird natürlich von den Stärken her auch noch besser sein als ich. Letztes Mal, als ich den Karrieremodus gespielt habe, da habe ich jedes Spiel gefühlt verloren. Ich glaube, das war auch so. Da war ich schon mal verzweifelt, was ich machen sollte. Da habe ich gedacht, der kann 8 Stunden am Stück am Ball nuckeln und beim Training und trotzdem schafft er nichts. Oh, meine Stärke ist auch gestiegen. Ist quasi selbstbewusster geworden. Ah, jetzt geht das wieder los, ey. 15 love. Ey. Ja, muss man ja lassen, also ein geiler Schlag von meinem Gegner. Unglaublich. Der war natürlich richtig nice. Voll verzogen. Ja, man sieht hier natürlich gleich. Jetzt weht hier ein anderer Wind. Und gleich ist vorbei. Ah. Das nenne ich Weltklasse. Super gespielt, super gespielt. Also. Kann man nichts anderes sagen, also. Da muss ich mich nicht beschweren. Ja, da waren wir doch schneller draußen, als ich dachte. So, neue Agenten verpflichten, aktuellen Agenten ersetzen. Preisgeld erhöht um 4%. Trainer treffen. Obwohl, das sind beides 1-Sterne-Trainer, also... Ruhepause. Ja, machen wir mal. Wir gönnen ihm mal eine Ruhepause. Erfahrungspunkte haben wir da. Winterpause. Okay, jetzt müsste eigentlich... Was? Schönheitsoperation. Verpflichte einen Weltklasse-Schönheitschirurgen, um... ein neues Gesicht zu bekommen. Ey, ich glaube, es hagelt. Neuspezialisierung. Regeneriere alle Archetypen, um neue Spielziele zu entwickeln. Genauigkeit. Jetzt muss ich mal gucken, Änderung bestätigen, Statistiken. Ah, ich kann Punkte vergeben. Zwei Punkte hatte ich.
Ändere die Karrierebedingungen für das nächste Jahr. Nur mal auf Grand Slam. Saisonbeginn, Jahresbeginn. Oha. Wir spielen noch mal ein Turnier hier, bevor ich mich wieder in den Kyroschlaf haue und. Oh, den könnten wir sogar schlagen. Von der Stärke her sind wir besser. Wir dürfen nur keine Fehler machen. Ah. Love 15. 15 Love. Ja, oder so rum. Ich sehe es ja nur aus meiner Sicht. Ja, 15-15. Ja, sehr gut. 15 all. Den können wir auf jeden Fall schlagen. Ah. Kann man so doof sein? 30-15. Dann stand er eben Highlight anzeigen. Das kann doch kein Highlight sein, wenn ich hier so einen Schlag kassiere. Naja, okay, gut gespielt. Ich bin halt zur falschen Seite gerutscht. Out. Ja, sehr gut. 30 all. Deswegen, den könnten wir auch mit unseren Fähigkeiten auf jeden Fall schlagen. Out. Sehr gut. 30-40. Ja, wir führen. Sehr gut. Jetzt gern noch einen zweiten hinterher. Dann war's das nämlich. Ja, sehr geil. Jawohl. Ja, jetzt haben wir auch Schlag. Okay, das sind so die Fehler, die ich mache, weil ich noch nicht so richtig eingespielt bin. Spielt aber. Spielt gute Bälle. Also der haut die Bälle richtig gut zurück, wenn ich einen Aufschlag mache. Das wäre eine harte Nummer. Ah, sehr gut. Wenn ich mich konzentriere, kann ich von seinen Fehlern leben. Und das ist genau das, was ich brauche. 15-30. Ah, sehr gut. Jawohl. 30 all. So. Jetzt können wir das Ding theoretisch zumachen. Ah. 30-40. Das ist das Problem, da wusste ich nicht, aus welcher Richtung er kommt. Mann. Und ich sage noch, kann das Ding zumachen, habe aber nur 30 Punkte gehabt und nicht 40. So was Dämliches. Na, aber gut, da wäre mein Spieler sonst nicht rangekommen. Der hat sich schon wieder lauchmäßig bewegt hier. Ja, sehr gut. Konzentration, Fehler von dem anderen mitnehmen. Das kann auch eine Strategie sein. Nicht Risikobereitschaft, sondern
Konzentration. Dann soll doch der andere Fehler machen. Ey, was ist das? Mann! Unglaublich, echt. Da müssen wir doch mal auf den Tisch schauen. 15-0. Das hätten wir uns echt sparen können. Ja, Beinarbeit ist natürlich bei meinem hier auch Glückssache. Ich sehe, wie der sich hier bewegt, ey. Sehr gut. 30-15, wir führen. Ah, sehr gut. Jawohl. Genau das, was ich meine. 40-15. Da muss ich auch gleich mal einen Schluck aus der Kanne nehmen. Ah. 30-40. Mann, 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 Mann. Ja, sehr gut. Los, komm, mach mal Doppelfehler. Hau mal einen Ball ins Netz. Alter Scheiße, der kommt noch. Ja, sehr geil. Konzentration bewahrt. Super. Ah, epischer Spielzug. Zack, von mir zurück. Bam, da macht er nichts. Quiet, please. Advantage, Becker. Ja. Da muss mich noch dran gewöhnen. Das ist auch manchmal so. Haut er denn nach links? Kann er auch nach rechts hauen? Also, noch kein Patentrezept. Ah, super gespielt. Da machst du nix. Love 30. So, Pinocchio, jetzt streng dich mal an, ey. Mit seinem Zahnstocherbeinchen hier muss noch mal was drin sein. So, ja. So will ich das sehen. Technisch ausgekontert, sehr gut. Rechts, links, zack. Ja, ja, super. 30-30. Jetzt ist wieder alles drin. Ja. So ein geiler, präziser Ball, da machst du nix. Wenn du da nicht zufällig gerade hinläufst, ist keine Chance. Das ist wie beim Fußball, der Torhüter. Super. Wie der Torhüter, der die Ecke ahnt und dadurch dann hinspringt. Aber springt er in die andere Ecke, war es das auch. Ah. Hätte ich ein bisschen nach rechts ziehen müssen, das war mein Fehler. Da konnte mein Spieler noch nichts machen. Oh. Den hätte er sich aber sparen können. Es gibt manchmal so Dinge, naja, ohne Worte. Ich glaube, es hackt, ey. So. Keine Chance. Keine Chance. Mann, er ist so langsam und bewegt sich echt, als hätte er irgendwie Holzbeine. 30-30. Zu vergessen. Aber Pech haben, verlieren wir das Turnier noch. Besser gesagt, das Spiel hier. Ah, sehr gut.
So muss das immer passieren. Immer von dem Fehler der anderen leben. Ah, noch besser. 30 all. Quiet, please. Thank you. Jawohl. 30, 40. Da haben wir doch wieder einiges gut gemacht. Ja, sehr gut. Ein Doppelfehler wäre mal schön, aber das wünsche ich mir ja immer wieder. Aber den ersten spielt er risikoreich, würde ich auch machen. Und den anderen spielt er dann halt... Ah, super. Und den anderen spielt er, den zweiten spielt er in Sicherheit, deswegen kommt der zweite Aufschlag immer an. Ah, 3-2, wir können es doch. Sehr gut, jawohl. So will ich das sehen. 15 love. Zack. Out. Jawohl. 30 love. Trotzdem muss meiner schneller werden, wenn die. Das sind Bälle, der, wie gesagt, um guten Spieler, wenn die platziert kommen, dann war's das. Out. Hm. 30-50. Jetzt fange ich schon genauso an. Ich will doch meinen Gegner nicht spiegeln. Ich will den schlagen. Oh, der war sehr gut geschlagen von ihm. Der auch. 30 all. Ab und zu hatte er ja mal ein paar Momente. Da guckt man nur. Also der hat wenigstens Talent, was ich bei meinem manchmal hier nicht finde. Irgendwie der... 30-40. Jetzt müssen wir uns den Ball zurückholen. Okay, super. Ich muss aber sagen, das ist ja normal. Ich meine, ich fange eine Karriere an mit einem unbekannten Spieler, der halt noch keine Kraft hat. Wir müssen den aufbauen durch Training, durch Spiele, Erfahrung. Also wenn er gleich immer gewinnen würde, das wäre ja schlimm. Würde ich an dem Spiel auch zweifeln. Das soll schon ein bisschen realistisch sein. Ah, sehr gut. Advantage. Er hat mich ganz schön laufen lassen, aber das macht nichts. Lass ihn mal laufen. Ich finde sonst, dass meiner zu wenig läuft. Hier zum Beispiel. Da machst du nichts. Wenn du da nicht eine Flugbäckerrolle machst, da nach rechts rüber. Deuce. Dann denkst du mal irgendwie, dass ein Kaugummi am Boden, dass er da festgeklebt Advantage. Ist. Kommt ja teilweise gar nicht von der Stelle. So, genau. Jetzt mal in die andere Richtung. Na, schade, den hätte er ein bisschen früher annehmen müssen. Mann, 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 Pinocchio, konzentrier dich doch mal. Braucht doch den Ball einfach nur rüberziehen. Ja. Verdient. Absolut verdient. Kann ich noch mal einen Spieler wechseln? Ich kaufe den da drüben. Ein bisschen weniger Kraft als wir, aber der Spieltalent, vom Talent her besser. Ah, sehr gut. Love 50. Out. Ja, sehr gut. Wo kannst du sagen, wenn meiner weiter so macht, dann melde ich den bald beim Basketball an. Love ja, Basketball 30. spielen oder was weiß ich. Oh, sehr nice gespielt von meinem Gegner.
Ja, das war sehr gut. Den Punkt könnten wir uns holen. Ja, nicht wieder zwei schwerwiegende Fehler oder so passieren. Ja, sehr gut. Was kommt, setz noch mal einen hinterher. Ich gönn dir das. Bitte, bitte, bitte. Gib mir noch mal einen Punkt irgendwie. Ja, sehr geil. Was irgendwie noch nicht so klappt, wenn ich rechts rüberziehe und der läuft nach rechts, dass ich dann links noch einen rüberziehe, dass ich den Gegner laufen lasse. Aber es hängt auch damit zusammen, dass ja, mein Spieler noch nicht richtig ausgebildet ist. Bin ja froh, dass wir den Punkt geholt haben. Okay, das war ein lauchiger Aufschlag. Wenn du so einen Aufschlag machst, musst du dich nicht wundern, wenn die Bälle so kommen. Jetzt mal links rüberziehen. Nein. Er kriegt den Ball nicht übers Netz. Ja, und wenn er dann rechts rüberhaut, dann verzieht er ihn. Man sagt immer, wenn man einen Aufschlag hat, hat man einen Vorteil. Und, ja. Wir haben den Aufschlag verloren. Ist eigentlich auch unglaublich. Ah. Mann, warum verzieht er den denn? Da muss ich auch mal einen Schluck aus der Kanne nehmen. Energy soll ja bekanntlich helfen. Ich bin nicht da, ihr seht mich nicht. 30 Lager. Mann, ey. Erst verliere ich meinen Aufschlag und jetzt liege ich 30-0 zurück. Endlich. Wenigstens mal 15 Punkte. Ja, sehr gut. Mein gutes Ding nicht angenommen habe. Ich habe auch bewusst nicht geschlagen. Aber hätte ich geschlagen, hätte er ihn wahrscheinlich in der Luft noch angenommen oder so. Wobei aus ist, glaube ich, aus. Oder muss er den Boden berühren im Aus? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Sehr gut. Wir haben ein paar Punkte gut gemacht. Quiet, please. Thank you. Genau, mal ein bisschen Ruhe, ich will mich konzentrieren. Na, jetzt hat's mal funktioniert, dass er läuft. Sehr gut. Das war echt genial. Das war richtig super. Lässt mich immer laufen, ey. Das gibt's auch gar nicht. Ah, sehr gut. Ich glaube 6-4, dann haben wir gewonnen. Kann das sein? Weil 15 Lager. Mit dem Punkt jetzt noch holen? Gehen wir mal alles. Ah. Sehr gut. Wäre gekommen, hätte ich wieder keine Chance gehabt. 30 Lager. Mann. Warum hat er ihn nicht rechts einfach rübergezogen? 30-50.
Dann hat er die Möglichkeit, den Gegner auf der linken Seite laufen zu lassen. Was macht er? Haut den Ball ins Netz. Das ist jedes Mal so aus der Position, wo ich denke, ey, du ziehst den links rüber und dann war's das und dann ist hier Ruhe. Ja, und jetzt haut er den ins Aus. Mann, ey, das gibt's auch gar nicht. Wir hätten das Ding 6-4 gewinnen können. Jetzt steht's 5-5. Oh, sehr gut. Ich dachte schon wieder, wir waren zu wenig dran. Ja, sehr gut. So muss das gehen jetzt. Aber ich glaube, 7-5 müssen wir dann gewinnen. Irgendwie war das so. Ich kenne die alten Tennisregeln gar nicht mehr von früher. Sehr gut, 30-0. Ja, macht's auf jeden Fall spannend hier. Ja, super. Love 40. Jetzt klappt es wieder einigermaßen. Out. Jawohl. Yeah. 6-5, aber ich glaube, müssen wir 2 Punkten Unterschied gewinnen. Also 7-5. Genau. Oh. Love 15. Immer wieder auf diese Punkte. Also auf die Punkte falle ich immer wieder rein. Out. Ja, sehr gut. 15 all. Quiet, please. Thank you. Ich würde mich ja freuen, wenn wir das jetzt gewinnen hier. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen, mit so einem Spieler, 15, 30. Mit der Ausbildung, die er hat hier, irgendwie vom Tischtennis zum Tennis gewechselt, da machst du nichts. 15, 40. Ich wollte gerade in mein Mikro beißen. Auch hier wieder, warum zieht er den nicht einfach rechts rüber? Jetzt rechts. Ich meine links natürlich. Ah, sehr gut. Der Punkt war sehr gut erspielt. Eigentlich genauso, wie man es machen sollte. Gegner ein bisschen laufen lassen. Jetzt muss ich auf. Immer dieselbe Stelle. Er kriegt den Ball nicht übers Netz. The 7-point match tiebreak will now be played. Oh, jetzt sind wir am Tiebreak. Shit. Zieh noch einmal. Ja, sehr gut. Und sag, zieh noch einmal rechts schön hinten in die Ecke. Lass den Gegenspieler doch einfach mal laufen. Ich spiele immer zu dem Gegner zurück oder hau ihn dann so ins Aus, anstatt gerade zu spielen. Ich meine, ich lenke den Spieler mit meinem Joypad, aber was willst du machen? Wenn du Befehle gibst mit Joypad, aber die kommen da unten nicht an. Weil Pinocchio mit seinem Holzkopf irgendwie bei Geppetto ist. Das ist unglaublich, echt. Jetzt noch mal gerade rüber. Alter, der hat eine Vorhand. 3, 1, the server.
Kannst du nicht mal Karten spielen? Los, komm. Ja, sehr gut. Ich hab gedacht, okay, ich führt. Ich versuche nochmal ins Netz zu gehen. Haut er den ins Aus, ey. 4-2, the receiver. Keine Chance. Keine Chance. Es wird jetzt schwer, das Ding noch zu retten. Wahrscheinlich soll ich lieber anfangen mit dem Schachsimulator oder so. Ja. Die Punkte haben wir uns noch geholt. Ja, sehr gut. So, es kommt. Mach doch mal einen Doppelfehler. Gönn mir doch mal. Ah, sehr gut. Okay, hätte ich den rübergezogen links und er wäre gekommen, sag ich mal, wäre das auch in Ordnung gewesen, aber... Das ist ja das Problem bei meinem, der haut hier die Bälle ins Aus, wenn du mal quer spielst. Yo! Entscheidung angezweifelt, aber der ist eindeutig im Aus. Ja. Ich will noch eine Ballkamera haben, ey. Ich glaub's ja nicht. Oh Mann, hau die noch nicht ins Aus. Los, kommt Pinocchio. Kriegst du auch Holzpolitur von mir? Gib dir mal mehr Mühe. Ja, sehr gut. 6-4. Weiß noch nicht, ob der da eben richtig gestanden hat. Naja. 7-6. The receiver. Da machst du wirklich nichts. Da machst du nichts. Ja, sehr gut. 7-4. 8-7, glaube ich, ist der Sieg, oder? Kann das sein? Irgendwie? Oder müssen es auch 2 Punkte Unterschied sein? Na, ich glaube, doch 2. Also, wenn er jetzt noch einen Punkt macht, 9-7 hätte er gewonnen. Oh, das wird aber spannend jetzt hier. Ja. Wenn der gekommen wäre, dann war es das. Mensch, ich muss nochmal 2 Punkte hintereinander kriegen, ey, das gibt's ja gar nicht. Ziehen das aber ganz schön in die Länge. Ja, sehr geil. Das erste Mal führe ich jetzt im Tiebreak. 9-8. 9-8. Komm, lass uns doch mal diesen blöden einen Punkt noch holen. Ja, wir haben's. Ah, oh, was für ein Scheiße. Ich glaube, ich schwitze hier mehr als der Typ auf dem Platz. Sehr gut. Ja. Ah. Ersten Satz haben wir gewonnen, jetzt kommt der zweite. Naja, fängt der schon wieder komisch an. Kommt sie rüber. Ah. Love 30.
Ja, sehr gut. Also wenn ich diesen Slice-Ball spiele, der so ein bisschen angeschnitten runtergeht, dann macht er so seine Fehler. Können wir mal probieren. Das kann natürlich nicht immer funktionieren. Er spielt auch einen Slice. Ja, sehr gut. Da ist er wohl ein bisschen empfindlich. Okay, die Spielweise kennt er ja von mir auch gar nicht. Wir haben uns da quasi jetzt umgestellt. Wow! Das hätte ich meinem Spieler nicht zugetraut. War echt gut. Kann ich auch. Ja, sehr gut. Vielleicht eine Strategie, um gegen ihn hier zu bestehen. Ja. Der Punkt ist unser. Jawohl, der nächste Punkt. Das ist krass, er mag das überhaupt nicht, so wie ich jetzt spiele. Anderen Schlag. Ich hoffe nur, er stellt sich nicht drauf ein. Ja gut. Er haut die Bälle jetzt immer ins Aus. Ja, sehr gut. Ist natürlich die Frage, ob meiner das mit der Rückhand auch so gut kann wie mit der Vorhand. Ist ein bisschen blöd, dass der Ball zu sehr ruhen muss. Also wenn der noch ein bisschen wackelt, dann passiert da nichts. Ah, sehr gut. Und ich finde, die Balljungen hätte man animieren sollen, wenn die da schon hocken. Aber das ist so die einzige Kritik, die ich habe. Sonst bin ich hier sehr zufrieden. Ja, sehr gut. Also, wir haben ein Mittel gefunden. Öfter mal Slice spielen. Leicht angeschnitten und abgesenkt hier. Dann haut er die Bälle ins Aus. Bis jetzt gehen wir damit souverän durch. Weil das ist ja auch das Spannende an so einem Spiel. Dass jeder... Ja, der war natürlich zu präzise. Dass jeder Gegner anders ist und du dann irgendwie ein Mittel dagegen finden musst. Wie du ihn sozusagen bekämpfen kannst. Super, weil es gibt ja auch Spieler, die mögen kein Netzspiel. Oh, die haust du mit jedem Netzspiel außer die ins Nirvana und gewinnst dann 6-0. Ja, schade. Zu risikobereit. Aber okay, vorhin hatte er einen Schlag gesetzt, der war natürlich gut. Muss natürlich auch so eine Schläge hier testen. Ich bin ja immer noch der Meinung, diese Schläge hier liegen ihm besser. Ah, oh, schade. Aber trotzdem schön gedacht so. Das sind so Spielzüge, die genieße ich. Und ich ja auch denke so, ja, genau so muss das machen. Ja, sehr gut. Advantage, komm, den Punkt holen wir uns jetzt. Wir sind jetzt im Aufschlagmodus, also wir können eigentlich nur gewinnen. Oh, der kam noch. Den habe ich eigentlich schon ausgesehen. Ja, super. Ein super Mittel, um ihn zu schlagen. Sehr gut. Die Nuss ist geknackt, würde ich sagen. Kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so zurückkommt. Och. Ich glaube, es sind ja drei Gewinnsätze. Den ersten Satz haben wir gewonnen, wenn wir den zweiten jetzt auch noch gewinnen. Ich glaube, dann war es das.
Oder ins 3 gewinnen setze, ich weiß gar nicht. Ja, sehr gut. Love 50. Lässt er uns ganz schön laufen. Ja, sehr gut. Da hat er seine Schwächen. Im Endeffekt habe ich dieselben Schwächen, spiele jetzt aber anders, um seine auszunutzen. Ah, komm. Sehr geil. Love 40. Ah, sehr gut. Ich bin mir ja mal nicht sicher, ob mein Spieler ganz am Anfang automatisch richtig hingestellt wird oder ob ich da ein bisschen lenken muss. Ich glaube, das ist bewusst schon so gemacht. Weil, ah, sehr geil. Weil er stellt ihn ja auch immer eigentlich nach rechts. Und ich will ihn dann in die Mitte rücken und dann kommt meistens ein richtig harter Schlag. Und ich krieg den Ball nicht. Also ich glaube schon, dass das am Anfang noch eine Hilfe ist, dass wir beim Aufschlag richtig stehen. Ja, den hat er ganz gut gesetzt, ja. 15 love. Quiet please. Thank you. Ach so, nochmal zu meiner Theorie vorhin. 3 Gewinnsätze, 2 Gewinnsätze. Wenn ich das Spiel jetzt hier auch gewinne, habe ich 2 von 3 gewonnen. Ich meine, dann, wenn er noch gewinnt, kann er noch 1 gewinnen. Aber verloren hat er auf jeden Fall. Ich meine, da passiert dann nicht mehr viel. Ich gewinne. Sehr gut. Ich gewinne dann den ersten Satz. Er gewinnt den zweiten. Ja. Dann könnte man nochmal das austanzen. Aber so wie es aussieht, können wir das Ding hier rocken. Und dann war es das. Los, komm. Ja, sehr gut. Wieder sein Fehler ausgenutzt. Ja, sehr gut. Los, mach doch mal einen Doppelfehler. Gönn mir doch mal. Das gibt's doch nicht. Hau das Ding ja ins Netz rein. Nur. Nee. Er gönnt nicht. Aber ich ihm auch nicht, also ich will ja auch gewinnen. Ah. Den hätte er besser links rüberziehen sollen. Naja. Wie gesagt, Controller, Spieler und meinem Kopf sind noch nicht ganz synchron. Da müssen wir ihn noch hinkriegen. Wobei ich habe letztes Mal beim Trainingsmodus gemerkt, dass ich die Schläge auch noch nicht beherrsche. Okay, starker Angriff eben. Also er versucht jetzt auf jeden Fall mehr ans Netz zu gehen, weil ich weiter hinten bin. Kann den Spieß aber auch mal umdrehen. Ah, sehr gut. 30-50. Aber mein Spieler wird besser. Also ich war ja am Anfang so enttäuscht. Die ersten Spiele waren ja eine Katastrophe. Und ich meine, niemand möchte sehen, wenn einer ständig verliert. Also ich hab gesagt, wenn sich das so weiterentwickelt, brauchst du keinen Karrieremodus spielen, dann kannst du das vergessen. Auch hier gilt wieder, wir denken von Spiel zu Spiel, aber wenn die ersten 3 verlierst, dann lass es. Oh, wir führen 40-30, sehr geil. Ja, sehr geil. Game, set, match. Wir haben's. Game, set, match. Super. Super geil. So, Matchzeit. 34 Minuten. Naja, okay. Aber war geil. Erfahrungspunkte bekommen und so macht das auch Spaß.
So, simulieren Matchbeginn Runde im Turnier. Wenn ich das Turnier jetzt hier beende, was ist denn eigentlich? Ich sage zurück. Ja, ich möchte das Match verlassen, aber nur, weil ich die Aufnahme jetzt beenden muss. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und dann lasst mal ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich hoffe, dass ich kann es mal kurz probieren, dass ich da wieder reinkomme. Ja, doch, es geht weiter in dem Turnier. Sehr gut. Ja, Kommentare könnt ihr mal hinterlassen. Daumen nach oben, nach unten, wie ihr mögt. Da bin ich ja nicht parteiisch. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.